Ja, hallo zu Let's Play Goodbye Deponia. Ich bin so froh, ja, dass ich das schon so früh bekommen. 16. Oktober am 15. rausgekommen. Ich bin noch ganz viel komisch. Ich hab schon ein bisschen. Ich hab noch nicht. Doch, ich hab einmal die Tutorial angeguckt und hab wirklich sehr aktiv gemacht. Und ob es ein sehr gutes Tutorial ist. Wie zweimal und ja. Auf jeden Fall bei der Musik muss ich jetzt noch Organo! Organo! Okay. So. Neustart. Ja, wenn ihr das. Das war Perspektive. Hallo Rufus. Oh nein. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benütze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Und jetzt kommt gleich nur so noch. Schätze ich. Meine lieben Mitelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist... Aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Das ist ein Deckel. Jetzt kommt aber Hussa, oder? Schön. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder im Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz an Hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, spot an für Teil 3. Hussa, spot an für Teil 3. Müll? Müll? Noch mehr Müll? Dichter Qualm? Moment mal, Qualm? Alarm! Was? Feuer!
Guten Morgen, die Damen. Doc, der Feuerlöscher. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig Blut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt, das ist neu. Kein Problem, lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig, da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Bosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation. Wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon, jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Oh oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Was? Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus! Sie haben hier nichts verloren! Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt deine Augäpfel aufs Waffeleisen. Das weiß ich. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Goal? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln. Gammelessig. Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück? Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja, klar. Goal! Goal! Halt aus! Ich komme! Au! Au! Hilfe! Au! Ja! Also! Hey! 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 Oh! Ah! Ah! Ah!
Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Aha. Hm? Ups. Hoppla. Kommst du voran? Naja, es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Oh oh. Oh! Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich! Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein... was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so! Ja. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha! Eine Restlichtaufnahme! Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen! Verdunkelung? Du blöffst doch! Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig! Du kannst loslegen, Rufus! Mann, das wird so episch! Okay. Eins, zwei... Ich bin blind! Ich bin blind! Und? Hep! Wow, du hast das wirklich geschafft! Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so, die. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow! Du bist wirklich der Größte! Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Ja. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil! Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen! Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt.